Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht um den Euro gegen den US-Dollar. Ein kleines Update-Video zu gestern. Ja, was hat er gemacht, der Euro? Er ist sehr, sehr schön an den 10er im H4 gelangt, beziehungsweise an diese alten Zwischentiefs in dem Bereich. Ich kann das nochmal näher markieren. Hier und letztendlich hier. Ja, die Targets oder beziehungsweise das Target bleibt eigentlich bestehen. Hier die 1,20 auf jeden Fall im Fokus, die wollte ich schon gerne noch sehen, bevor hier mal einen etwas größeren Abpraller erlebt, ja, wo man sich wieder langfristiger größer Short positionieren könnte. Gehen wir mal in den H1. Hier sieht man es recht gut, dass er hier eine Art doppelten Boden ausgebildet hat, momentan im Bereich der 1,2220, einfach eine sehr, sehr wichtige Unterstützung, ein harter Brocken. Und im H4 wäre es jetzt einfach schön, wenn er hier sich hier nochmal den 10er holt, beziehungsweise auch den 13er meinetwegen. Hier ist noch so ein, ja, diese Zone hier in dem Bereich dieser alten Zwischentiefs, beziehungsweise des Schluss- und der Öffnungskurs dieser beiden Kerzen. Also hat er auf jeden Fall auch Platz bis zu dem 13er. Er sollte auf jeden Fall unterhalb dieses Bereichs liegen. Ich mache da diese Ellipsen nochmal weg. Schauen wir uns das Ganze an, ja, also hier unter diesem Bereich sollte er auf jeden Fall bleiben. Alles, was darüber geht, wird ein wenig problematisch. Er könnte natürlich auch nochmal hier hingehen und dann letztendlich Short abprallen. Ja, beispielsweise bei den US-Daten, die heute 14.30 Uhr kommen, sollte es hier zu Enttäuschungen kommen. Ist durchaus nochmal ein kleines Long-Momentum für den Euro möglich. Alles größere Long wäre jetzt sehr, sehr spekulativ, denn wir haben ja die EZB im Nacken, die hier permanent runterbetet, dass der Euro weiter abgewertet werden müsste, beziehungsweise dass die Anleihekäufe ausgeweitet werden müssten. Deswegen ist ja auf jeden Fall das Short-Szenario zu bevorzugen hier im Bereich dieses, was mit kleiner hier, im Bereich des 10er bzw. 13er IMAs im H4, Stops ja knapp über dem 20er bzw. über dieser Zone bei den 1,2270 bzw. 1,2280 hier hat sich auch eine Weile aufgehalten. Kann man hier mit sehr, sehr engen Stop-Loss arbeiten, hier um die 40 Pips circa. Wer es ein bisschen sicherer mag, am besten diese Zwischenhochs hier in den Bereich, wie gestern schon genannt. Ups, jetzt hat es überschnitten. Diese hier einfach als Wert nehmen. Und da ist ja der 34er IMA wieder im Fokus. Da haben wir hier zwar die 70 Pip Platz, aber bis zu den 1,20, wer das durchziehen möchte, der hat hier natürlich auch, wie viel sind das? Ja, nochmal fast 250 Pip. Also ein gutes CRV, beziehungsweise ein sehr, sehr gutes CRV kann man auf jeden Fall mal wagen, diese Sache. Ansonsten bilden die Pivot Points hier natürlich auch wieder ein sehr, sehr gutes Muster hier im Bereich des Daily Pivot Point bis zum DM4 als Einstiegspunkt. Stop über dem R2 bzw. über dem R3 auf jeden Fall sehr, sehr gut, um die mit ins Boot zu holen. Und ansonsten, ja, der S3 ist zwar hier für heute erstmal das Maximum, was er hier anzeigt bei den 1,2150, aber das liegt auch unter anderem daran, dass wir hier in letzter Zeit natürlich eine sehr, sehr enge Range hatten hier, gerade gestern. Da ist nicht viel passiert. Wie soll jetzt auf einmal die Pivot Point Range hier bis zu den 1,20 runtergehen? Also das ist einfach, das haut nicht hin mit den momentanen Bewegungen, aber gestern war ja auch eher so ein Richtungsfindungstag, der Montag, und heute sollte es nochmal ein bisschen Schwung geben, also das erwarte ich mir schon. Bevor die ganzen Trader hier unterm Weihnachtsbaum sitzen und ihre neuen Tastaturen auspacken aus den Geschenken oder was auch immer, dass hier nochmal ein bisschen Action reinkommt, das wäre schon sehr, sehr schön. Beziehungsweise, dass wenigstens der auf Wochenschlussbasis oder auf Vorfeiertagsbasis quasi der übergeordnete Trend nochmal bestätigt wird. Das wäre ein sehr, sehr schönes Szenario, um hier letztendlich, ja, beruhigt, wenn man in Trendrichtung tradet, in die Feiertage zu gehen. Ansonsten, Long, ja, also ich weiß nicht, ob man hier Long gehen muss. Natürlich kann man hier unter den 1,2220 bzw. unter den 1,22 stoppen. Und dann das Ganze hochtraden, aber bis wohin? Ja, hier kommen ja nur Widerstände. Das kann man natürlich durchziehen, den Stop schnell nachziehen und im schlimmsten Fall geht man halt Break-Even raus, ja. Aber jetzt wird er bestimmt nochmal ein kleines Stück hochkommen, mindestens ein paar Pip. Aber ich weiß nicht, ob es hier irgendein gerechtfertigtes CAV
gibt. Also das muss man dann definitiv mit sich selber ausmachen. Ein größeres Long-Signal wäre auf jeden Fall, wenn du die 1,2550 bzw. diese Spikes auch hier durchknackt bei den 1,2570, ja spätestens über dem Daily 55er hier im Bereich der 1,25 bzw. frühestens, meine ich nicht spätestens, wäre hier auf jeden Fall ein Zeichen, dass es hier in die falsche Richtung geht für die Shorties. Ich wünsche viel Erfolg bei dem Setup, wie immer gerne liken, wenn euch das Video gefallen hat, auf dem YouTube-Kanal und ansonsten einen schönen Tag. Der Peter sagt Tschüss.